Herzlich willkommen zur Alplan Quickstart Lektion 5, in der wir nun die Hauptbauteile im Erdgeschoss erzeugen. Was erwartet Sie in dieser Lektion? In dieser Lektion erzeugen wir auf dem hinterlegten Kellergeschoss die Erdgeschossaußenwände, mehrere Innenwände und Innentüren sowie ein paar Fenster. Anschließend erzeugen wir die sogenannten Räume, die uns die Flächenermittlung und sämtliche Ausbauflächen direkt mitliefern und erzeugen dann noch ein paar Außenmaße, die Decke über Erdgeschoss und kümmern uns mit der Funktion Geschoss um unsere Gebäudefassade. Zum Schluss schauen wir uns kurz den Ebenenmanager an, der für die Höhen im Modell verantwortlich ist, und ändern mal eben die Geschosshöhe im Erdgeschoss. Für all dies benötigen Alplan-Anwender in der Praxis mit unseren Beispieldaten ca. 5 Minuten. Wir nehmen uns in diesem Video aber natürlich wieder etwas mehr Zeit dafür. Wir beginnen wieder mit dem Öffnen der Bauwerkstruktur, klicken mit rechts in den Hintergrund und laden mit Doppelklick einen von mir vorbereiteten Teilbildfavoriten, Lektion 5-1 Start. Die Bauwerkstruktur beenden wir mit Schließen. Da das Teilbild 131 nun aktiv geschaltet ist, können wir mit der Eingabe der Außenwände im Erdgeschoss beginnen. Wir haben diesen Vorgang bereits in der Lektion 4 im Kellergeschoss geübt und daher geht das jetzt hier im Erdgeschoss auch schon deutlich schneller. Wir wechseln in die Assistentenpalette, zoomen uns zu den vorbereiteten Erdgeschosswänden, scrollen uns näher heran und entscheiden uns mit einem Doppelklick der rechten Maustaste für die Café-Außenwand. Die Funktion wird gestartet, die Eigenschaften der vorbereiteten Wand übernommen und wir konzentrieren uns auf das Zeichnen im Konstruktionsfenster. Die vier Außenwände erstellen wir noch deutlich schneller als die Außenwände im Kellergeschoss. Wir wählen dazu die rechteckige Bauteileingabe, klicken auf einen Eckpunkt, drehen in diesem Fall den Wandaufbau um und klicken auf den diagonal gegenüberliegenden Punkt und beenden die Eingabe mit Escape. Mit Drücken der F4-Taste öffnet sich ein zusätzliches Animationsfenster und ich sehe, dass die vier Außenwände sauber und bereits auf den richtigen Höhen erzeugt wurden. Warum die Höhenlage und die Höhe der Wände bereits exakt passen, werden wir später in diesem Video noch sehen. Da wir das hinterlegte Kellergeschoss nun nicht mehr benötigen, schalten wir es in der Bauwerkstruktur aus. Im nächsten Schritt erstellen wir einige Innenwände und gehen dazu wieder in unsere vorbereitete Bauteilsammlung, den Assistent. Ich mache einen Doppelklick mit rechts auf die Café-Innenwand Mauerwerk tragend, zoome mich im Grundriss an die von mir vorbereiteten Hilfslinien, klicke auf den gewünschten Anfangs- und dann den Endpunkt und beende die Funktion mit Escape. Im Assistent nehme ich als nächstes die Café-Innenwandmauerwerk nicht tragend und erstelle auf die gleiche Weise ein paar weitere Innenwände. Zum Schluss kommen dann noch ein paar Innenwände aus Beton. Diese Innenwand hier hätte ich gerne nicht in einer Wandstärke von 11,5, sondern in 15 cm erstellt. Das kann ich zum Beispiel ganz einfach nachträglich in den Einstellungen der Wand erledigen. In Alplan erreichen Sie die Einstellungen eines Elementes immer mit Doppelklick links auf das betreffende Element. Die Einstellungen dieser Wand öffnen sich, ich ändere die Wanddicke in 15 cm und beende die Einstellungen mit OK.
Die Innentüren sind genauso schnell und einfach erzeugt. Im Assistent wähle ich mit Doppelklick rechts eine Innentüre mit Umfassungszarge aus, indem ich nicht auf die Wand oder das Tür-Smart-Part, sondern auf die Türöffnung selber klicke, zoome mich im Grundriss an diese Stelle und fahre mit der roten Türvorschau am Fadenkreuz links an der Wand entlang, ungefähr an der Stelle, an der die Tür platziert werden soll. Irgendwo neben der Wand klicke ich nun einmal mit links und Allplan projiziert exakt auf der Höhe meines Mausklicks auf die Wand ein kleines Quadrat. Eine Vorab-Türöffnung wird auch schon angezeigt, auch in der Animation. Ein kleiner temporärer Pfeil ist ebenfalls entstanden. Der Abstand zwischen diesem und dem kleinen Quadrat wird unten in der Dialogzeile in Metern angegeben und soll mir bei der Eingabe helfen. Ich könnte jetzt den Wert dort ändern und mit der Eingabetaste bestätigen, wenn ich mir einen Wert für den Türanschlag überlegt hätte. Da meine Türe aber an den mit Hilfslinien markierten Stellen platziert werden soll, klicke ich mit links einfach auf einen der Punkte. Allplan platziert den Pfeil dort und ich ändere den Wert in der Dialogzeile auf 0, weil genau am Pfeil mit Abstand 0 meine Türe beginnen soll. Nach Bestätigung des Wertes 0 mit der Eingabetaste sitzt die Türe auch schon richtig und ich bestätige die vorgeschlagene Breite wieder mit der Eingabetaste. Mit Linksklick neben der Wand in Richtung der 4 nun möglichen Aufschlagsrichtungen lege ich diese fest, entscheide mich für eine und beende die Türe mit Escape. Die Türfunktion selber ist noch aktiv und da ich noch weitere Türen zu erzeugen habe, tue ich das nun. Und Sie sehen, ich kann natürlich auch, wenn die Lage einer Türe mittels Hilfslinien bereits festliegt, diese direkt an dieser gewünschten Stelle auch eingeben. Fenster aus dem Assistent im Modell zu platzieren funktioniert genauso einfach. Ich doppelklicke das bodentiefe Fenster aus dem Assistenten mit rechts in die Fensteröffnung und platziere es wie die Türen auch einfach im Grundriss. Da die bodentiefen Fenster in unserem Beispiel aus jeweils zwei Elementen bestehen, erzeugen wir das zweite Element jetzt einfach von der anderen Seite. Dazu drehe ich einfach den Transportpunkt um, achte darauf, dass die lange rote Vorschaulinie auf der Außenseite der Wand liegt, klicke den gewünschten Punkt an und bestätige die Breite wieder mit der Eingabetaste. Das Ganze wiederhole ich für das zweite bodentiefe Fenster. Und dann auch wieder auf der Gebäudevorderseite. Auf dieser möchte ich die Fenster allerdings nicht unterteilen und setze die Fenster an der gewünschten Stelle an und klicke dann auf den gewünschten Endpunkt, um die Breite anzugeben. Alternativ könnte ich, falls vorhanden, auch die Fensterbreite unten in der Dialogzeile angeben. Auf der rechten Gebäudeseite erzeuge ich wieder jeweils zwei Elemente pro Fenster. Und wie bei den Türen ganz simpel neben der eigentlichen Türöffnung auch das Tür-Smart-Part in einem Rutsch mit erzeugt wurde, so ist das jetzt auch hier bei den Fenstern der Fall. Die Fensteröffnungen werden erzeugt und die Fenster-Smart-Parts hängen direkt mit dran. Warum ist das so?
Ganz einfach. Die Architektur Smart Parts wie Fenster, Türen und viele andere sind Unterobjekte der jeweiligen Öffnung. Wenn man also mit Doppelklick rechts auf die vorhandene Tür- oder Fensteröffnung klickt und diese enthält bereits ein Smart Part als Unterobjekt, dann wird dieses ohne jeden weiteren Aufwand auch gleich miterzeugt. Ein sehr spannendes und leistungsfähiges Thema sind die Allplan-Räume. Wir erzeugen den ersten Raum ganz einfach so. Achten Sie beim Doppelklick rechts auf den Gastraum darauf, wirklich den Raum und nicht die Beschriftung zu erwischen. Stellen Sie sicher, dass bei den Eingabeoptionen dieser Haken gesetzt und die Flächensuche aktiv ist und klicken Sie irgendwo in diesen Bereich. Der Bereich wird automatisch gefunden und die rote Markierung erlaubt eine optische Kontrolle. Am Fadenkreuz hängt schon ein Beschriftungsvorschlag für diesen Raum. Wir möchten aber eine Beschriftung eigener Wahl verwenden und klicken daher auf Beschriftungsbild und wählen ein vorbereitetes Beschriftungsbild aus. Dieses setze ich mit einem Linksklick in den Raum einfach ab und beende die Funktion mit Escape. In der Animation können Sie jetzt schon die Boden- und Wandausbauflächen erkennen, die dieser Raum mitliefert. Diese können Sie sich im Büroalltag natürlich nach Belieben anders einstellen. Ich erzeuge noch drei weitere Räume, für die ich das richtige Beschriftungsbild nicht mehr wählen muss, da Allplan sich die letzte Einstellung merkt. Damit Sie es auch einmal gesehen haben, erzeuge ich den letzten Raum händisch, also mit Anklicken sämtlicher Eckpunkte. Das geht natürlich auch. Übrigens, die Raumbeschriftung, die wir mit einem sogenannten Beschriftungsbild erzeugt haben, ist assoziativ und ändert sich mit, wenn Sie eine Änderung am Raum vornehmen. Um ein paar Außenmaße zu erzeugen, gehe ich wieder in den Assistenten, mache einen Doppelklick rechts auf die obere Maßkette Wände bemaßen und klicke im Grundriss diese drei Wände an. Die drei Wände werden gemeinsam markiert, ich bestätige die Auswahl einfach mit einem Rechtsklick neben dem Modell und teile Allplan noch mit, dass die obere waagerechte Außenwand meine Richtungswand sein soll, indem ich eine Linie dieser Wand anklicke. Die Maßketten hängen nun in die gewünschte Richtung am Fadenkreuz und ich setze sie mit einem Klick an der von mir gewünschten Stelle ab. Ich wiederhole dies an den anderen drei Seiten des Gebäudes. Wir kümmern uns nun noch um die Decke über Erdgeschoss. Dazu gehen wir in die Bauwerkstruktur und laden den Teilbildfavorit Lektion 5-2 Decke. Doppelklick rechts im Assistent auf die Decke über Café, Klick im Grundriss auf die erste Wandecke auf der Innenseite der Dämmung, ein weiterer Klick auf die diagonal gegenüberliegende Ecke und Escape. Die Decke ist erstellt. Und nun, wie versprochen, ein paar Sätze zu den Höhen der Bauteile. Öffnen Sie die Bauwerkstruktur und hier dann den Ebenenmanager. In diesem wird Ihnen das Ebenenmodell angezeigt. Links als Liste und rechts als Grafik. Ich habe hier im Quickstart-Projekt einfach vorab schon mal ein paar Höhen für Geschosshöhen und Deckenstärken festgelegt. Sie können das später im Büroalltag genauso machen. Beim Erzeugen der Bauteile, die wir im Quickstart-Projekt gemeinsam erstellen, habe ich nun einfach nur noch darauf geachtet, dass die Bauteile selber sich jeweils richtig an diese Ebenen anbinden. Beispiel: Jeder Wand habe ich die Information mitgegeben, dass sie einfach im jeweiligen Geschoss immer von der Unter- bis zur Oberkante gehen soll. Diese Information kann man einfach in den Einstellungen der Wand vornehmen.
Das ist dieselbe Maske, in der wir eben die Wanddicke einer Wand geändert haben. Die Liste und die Grafik sind interaktiv. Sie können hier Werte ändern und genau das mache ich jetzt auch. Ich ändere die Geschosshöhe im Erdgeschoss. Die Höhenlage des Kellers soll dabei unverändert bleiben. Das gesamte Modell wird sich dieser Änderung anpassen. Damit wir die Änderung auch plastisch gut erkennen können, ändere ich die Geschosshöhe des Cafés einfach mal von 3,10 Meter auf 5 Meter. Wir werden anschließend diese Änderung natürlich wieder zurücknehmen. Ich ändere den Wert also auf 5 Meter und nach Bestätigung des Wertes stellt Alplan mir zwei berechtigte Fragen. Was soll mit den Höhen über und unter meiner Änderung geschehen? Ich lege dieses hier so fest, bestätige zweimal mit OK, bestätige die folgende Maske ebenfalls mit OK und verlasse die Bauwerkstruktur. Alplan rechnet kurz das gesamte Modell neu und zeigt mir schließlich das erhöhte Erdgeschoss mit den erhöhten Fenstern, den veränderten Räumen, mit den angepassten Ausbauflächen und der nach oben verschobenen Decke an. Die Oberkante der Fenster ist mit nach oben gerutscht, weil ich das so will. Ich hätte den Fenstern natürlich alternativ auch eine feste Oberkante geben können, dann wären diese auf ihrer ursprünglichen Höhe verblieben. Bevor wir die Höhenänderung wieder zurücknehmen, kümmern wir uns noch schnell um die Alplan-Funktion Geschoss. Wir schalten dazu in der Bauwerkstruktur das Teilbild 131 wieder aktiv. Doppelklick rechts im Assistent auf das Geschoss Holzfassade, Flächensuche mit Hilfspunkteingabe an und Inselerkennung ausschalten, Klick im Grundriss auf einen Punkt irgendwo auf der Außenwandlinie, Achtung, bitte keinen Eck- oder Schnittpunkt anklicken, und dann einen Klick außerhalb des Gebäudes und Beenden der Funktion mit Escape. Alplan hat mit dieser Methode den Umriss des Gebäudes selber gefunden und dies funktioniert auch gut mit komplexeren Geometrien. In der Animation können Sie sehen, dass die Fassade das Gebäude komplett umschließt, jede Fenster- und Türöffnung automatisch erkennt und von außen bis an das jeweilige SmartPart erzeugt wird. Dieses Bauteilgeschoss verwende ich für drei Dinge. Zum einen kann ich mit einem Alplan-Geschoss jederzeit auf Knopfdruck mit einem Report die Bruttoraum-Inhaltberechnung erstellen. Zum zweiten kann ich mir die Fläche der Fassade bis hin zur korrekten Auswertung von Laibungsflächen ermitteln lassen. Und es liefert mir in diesem Beispiel auch gleich meine Fassadenoptik mit. Und selbstverständlich reagiert es auch auf Änderungen im Ebenenmanager. Wir gehen in die Bauwerkstruktur, öffnen den Ebenenmanager und ändern die eben modifizierte Höhe wieder zurück auf den ursprünglichen Wert von 3,10 Meter. Nach Bestätigung mit der Eingabetaste geben wir wieder kurz an, wie die Änderung sich auswirken soll, bestätigen dreimal mit OK und beenden die Bauwerkstruktur wieder. Sämtliche betroffenen Höhen werden neu gerechnet und das Modell aktualisiert. Übrigens, die Optik der Wände im Grundriss ist ein Alplan-Vorschlag und bezieht sich in diesem Beispiel auf eine Entwurfszeichnung. Dies können Sie jederzeit hier erkennen. Die hier verwendeten Alplan-Wände können sich aber natürlich auch auf andere sogenannte Zeichnungstypen einstellen, und zwar mit einem Klick. In einer Ausführungszeichnung würden die gleichen Wände so ausschauen. Selbstverständlich können Sie sich die Optik der Alplan-Bauteile in Ihrem Büro ganz unkompliziert auf Ihre eigenen Bedürfnisse abändern. Noch einen Hinweis auf das Aussehen des Animationsfensters. Sie können dieses selber auch abhängig von der verwendeten Grafikkarte einstellen. Dafür gibt es zwei Funktionen, die Sie sich anschauen können. Das eine ist die Umgebung, die ich mit Rechtsklick in die Animation erreiche und in der ich den Standort des geplanten Gebäudes, den Sonnenstand und die Nordrichtung, eine virtuelle Grundebene, und den Hintergrund einstellen kann. Die zweite Stelle sind die Einstellungen zum Animationsfenster selber. Hier können Sie zum Beispiel den Schatten von hart auf weich umstellen oder Ambient Occlusion einschalten.
Wir laden nun zum Abschluss der Lektion wieder einige von mir vorbereitete Bauteile hinzu, indem wir in der Bauwerkstruktur den Teilbildfavorit Lektion 5-3 Fertiges Erdgeschoss auswählen.